Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir schauen in den Kalender und sehen, es ist November. Und wie das so ist, wenn die kalte und dunkle Jahreszeit kommt, dann wirft auch das Weihnachtsfest seine Schatten voraus. Dann blickt man vielleicht in Fenstern, in Lichtlein, die da leuchten, und dann sieht man möglicherweise auch in Geschäften, in Supermärkten wieder Spekulatius oder auch Dominosteine, sehr lecker übrigens. Und bald beginnt auch in den Geschäften wahrscheinlich wieder die Musik von Weihnachtshits, die wir alle kennen. Ja, wie komme ich da jetzt drauf? Weil beim Durchlesen dieses Antrags ich irgendwie an den Weihnachtshit alle Jahre wieder denken musste. Und so finden wir uns heute hier ein und behandeln einen Antrag, den wir genau in dieser Fassung, exakt mit diesem Wortlaut, vor über einem Jahr schon mal diskutiert haben hier. Und auch da hatte ich schon die Möglichkeit, im Plenum darüber zu sprechen. Und ich habe mir ehrlich gesagt in der Vorbereitung dieser Rede durchaus Gedanken darüber gemacht, ob ich nicht einfach es der Fraktion Die Linke gleich tue. Im Übrigen steht mir das ansonsten sehr, sehr fern. Meine Rede aus der Mottenkiste hole und exakt diese selbe Rede nochmal halte, weil irgendwie hat sich ja nicht so allzu viel verändert, seitdem wir das letzte Mal darüber diskutiert haben. Und insofern könnte man sagen, wir machen einfach eine schöne Tradition draus und reden jedes Jahr wieder darüber, so wie wir es auch mit dem alljährlichen Schauen der Feuerzangenbowle machen. Aber ich will kein Spielverderber sein, und zumindest gibt es ja uns auch die Gelegenheit, heute über dieses wichtige Thema doch durchaus auch noch mal ganz ernsthaft zu diskutieren. Als Ergänzung zur Europäischen Menschenrechtskonvention wurde die Europäische Sozialcharta als völkerrechtlicher Vertrag im Jahr 1965 ratifiziert und ergänzt seitdem eben die Deutsche Menschenrechtskonvention. Ganz wichtiges Dokument um die sozialen Grundrechte. Was sind die sozialen Grundrechte? Da gibt es viele Dinge, wo wir uns in diesem Hause wahrscheinlich relativ schnell einig sind, dass es wichtige Dinge sind. Sei es zum Beispiel das Recht auf Gesundheitsversorgung oder Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer, sei es die berufliche Ausbildung für Behinderte oder sei es beispielsweise auch gerechte und sichere und gesunde Arbeitsbedingungen. Genauso ist es natürlich mit dem, was jetzt Neues vorgelegt worden ist, die revidierte Fassung, die wir, wie wir alle wissen, weil darüber diskutieren wir ja heute, noch nicht ratifiziert haben, ergänzt diese Charta um durchaus auch wichtige Rechte, wo wir wahrscheinlich einer Meinung sind. Ist es beispielsweise das Recht auf Arbeitslosenunterstützung oder ist es auch der Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? Aber es ist nun mal so, Frau Kollegin Glöckner hat es ausgeführt, der Antrag als solcher, Sie hatten die Argumente genannt, ist einerseits nicht zustimmungsfähig und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle, sei es das Streikrecht, sei es das Diskriminierungsverbot, schon Bedenken haben, dass es in dieser Fassung, wie es da steht, so für uns ratifizierbar ist. Wir wollen ja auch glaubwürdig sein. Und wenn das Ministerium an der Stelle prüft und irgendwie eine Lösung versucht zu finden, dann sollte es doch in unser aller Interesse sein. Ob am Ende dann eine Ratifizierung in dieser Legislaturperiode steht, ganz ehrlich, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dafür ist dann die Bundesregierung zuständig. Aber wir können nicht das Interesse haben, an einer voreiligen Umsetzung so halbwegs zu sagen, im Großen und Ganzen stimmen wir dem Ganzen zu. Das haben wir mit der Unterschrift im Übrigen getan. Aber wenn es um die Ratifizierung geht, dann darf man schon mal ganz genau hinschauen. Wir hatten im Übrigen in den letzten Jahren auch schon mal so ein Thema, beispielsweise das Antidiskriminierungsgesetz. Und bei diesem Antidiskriminierungsgesetz ist uns auch schon mal ein Fehler unterlaufen. Das muss an der Stelle nicht passieren. Da musste auch nachgebessert werden. Und ja, weil im Eifer des Gefechts, im Eifer des guten Gedankens, was hier vielleicht unterschrieben bzw. ratifiziert werden sollte, halt vielleicht nicht so ganz genau hingeschaut werden konnte. Bei der Frage des Diskriminierungsbegriffs und des Streikrechts, mein Kollege hat die Argumente bereits ausgeführt, da geht es ja letzten Endes wirklich darum, eine echte Lösung für das Problem zu finden, das wir ja hier auf dem Tisch liegen haben. Und da sind wir Deutschen vielleicht etwas überkorrekt. Da kann man uns nicht einfach in einen Topf werfen mit Ländern, auch das wurde bereits angesprochen, wie die Türkei, darüber haben wir ja heute schon ausgiebig diskutiert, oder Aserbaidschan oder Russland. Wir sind halt anders. Man kann nicht jedes Land über einen Kamm scheren, und so kann man auch nicht einfach sagen, jedes Land geht mit so einer Ratifizierung oder mit so einer Charta gleich um. Und genau deshalb ist ja die Liste der Rechtsverletzungen und der Kritik bei anderen Ländern so lang und bei uns so kurz. Und wenn man Ihren Antrag anschaut,
dann bekommt man so ein bisschen den Eindruck, wir wären ganz fürchterlich in Deutschland, was das Thema Sozialschutz angeht. Dabei sind wir ein gutes Vorbild. Wir sind diejenigen, die international ein Synonym dafür sind, dass wir gute soziale Rechte haben, dass wir ein gutes soziales Klima hier in Deutschland haben. Wir sind Vorreiter, das, was Sie wollen. Allerdings wollen Sie es nur mit einem Symbol einer Ratifizierung und offensichtlich nicht durch echte Politik. Da haben wir Themen wie beispielsweise das Mutterschutzrecht. Da haben wir Themen wie den Kündigungsschutz. Wir haben das Thema Arbeitsschutzrecht. Das sind alles wichtige Themen. Da sind wir ganz weit vorne in Europa. Und deswegen glaube ich, dass wir hier an der Stelle vielleicht eher auf dem Weg nach praktikablen Lösungen sein sollten. Wie gesagt, ob zum Schluss die Ratifizierung steht, ich kann es Ihnen nicht sagen. Möglicherweise treffen wir uns vielleicht in der nächsten Legislaturperiode wieder hier und singen dann gemeinsam das Lied von Alle Jahre wieder. Herzlichen Dank.